hier ist der zweite Teil von, ich weiß nicht, wie ich das Video nenne. Hurra, neuer Patch, wie auch immer. Und ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, man kann Waffen nur noch bedingt finden. Es gibt halt jetzt diese Waffenteile, das kann ich euch ja mal zeigen. Wie ihr seht, Riverside sieht auch komplett anders aus, also viel kompakter. Und ja, ihr könnt euch mal kurz vorstellen, wer jetzt alles im TS ist. Das. Rainy. Immer noch Bastian. Dabei. Hi, der Rainy. Genau, und hier sind diese super tollen Waffenteile, aber das kann man nur in der Lakeside machen. Und hier rechts an der Seite gibt es halt diese Kultisten. Das mit diesen Tribes, also mit diesen, wie kann man Tribes, mit diesen Festungen, sage ich mal, die man jetzt einnehmen kann. Als Team, da gibt es auch, habe ich eben auch gezeigt, in der Dicken-Safe, das geht irgendwie noch nicht. Wo es als Feature angekündigt worden ist, vielleicht kommt es ja noch. Das ist jetzt hier neu. Und ja, hier haben wir schon. Da ist auch ein Spieler, der hat schon eine Waffe, ey, krass. Auf welchem Server seid ihr? Geil. Trade. Bitte? Juppie. Ja, ich switch die ganze Zeit. Ich auch. Meldet her, wo ich Loot finde, ich loot. Achso, seid ihr gar nicht. Nein. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal eine Pistole. Hast du auch gefunden? Nee, ich habe mir die jetzt gerade... die Sachen muss man sich ja holen, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann von diesen 5 Netherrippen oder Wirbelsäule, wie auch immer, kann man sich da die Pistole zusammen machen. Und das Spiel, das ist schon gut, weil ich sag mal, die Waffen haben halt jetzt mehr Wertigkeit als vorher. Das heißt, wenn man stirbt, das ist eigentlich noch viel schlimmer. Oh ja. Und ja, das ist halt auch mehr PvE-lastiger geworden, das Ganze. Ja, Leute, das hier irgendwie funktioniert das mit dem Reconnect bei mir nicht. Ja, das passt jetzt gerade hier nicht rein. Mach mal gleich. Sascha? Wie viel Gold hast du bekommen? Ich habe nur 3 Gold bekommen. Hä? 40. Ich habe 10 Gold. Ich hab 13 bekommen. Ich habe 45. Ja, das ist entweder das Bug oder keine Ahnung, ich kann mir meinen Skin nicht mehr holen. Ja, super. Ja, ich laufe die ganze Zeit ohne Skin rum, weil... Erstmal schön equippen. So. Also von dem Server gehe ich schon mal runter. Da sind mir definitiv zu viele Spieler drauf. Gehen wir mal auf den. Na dann. Ich schaue mir jetzt mal die große Safe Aha. an. Wo musste ich denn das einfügen? Ich musste das ja irgendwo unter einem bestimmten Part einfügen, oder? Ja, ich habe doch gerade gesagt, wir machen das gleich. Ich muss jetzt hier aufnehmen. Ich bin auf einem AP-Server. So. Ja, AP würde ich nicht machen, also das laggt bei mir extrem. Kaum. Boah, ich hab einen Schlicker gepult. Die Nether Input heißt die. Ja, da bin ich auch drin, aber wo ich das drunter packen muss. Ja, zeige ich dir gleich. Jetzt hier nochmal gucken wegen den Waffenteilen. Oh, die ist auch safe, wunderbar. Genau, Westview und Museum, da hat sich eigentlich nicht viel getan. Überhaupt gar nichts. Und wie gesagt, wenn man die Nether tötet, droppen die allerhand Sachen und die kann man halt entweder so verkaufen oder in Riverside traden, beziehungsweise dass man auch was craften kann. Das habe ich eben auch schon im ersten Video gezeigt. Gibt es halt so eine neue Pistole. Die würde ich euch gerne zeigen, aber ich habe die Sachen noch nicht. Jetzt muss ich hier mal schauen, wo... weil der meint, man muss, glaube ich, irgendwie alle Sachen drin haben im Inventar. Oh, nette Sache hier. Da hinten haben wir's. Und die Grafik wurde auch überarbeitet, also wenn man den Himmel sich anschaut, gut, ich spiele jetzt nicht auf super hohen Einstellungen. Aber wenn man sich den Himmel anschaut und generell so die gesamte Stimmung, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier da. Need to craft. Ne, das ist der Fall. Hier war es mit den Waffen, genau. Hier da noch. Stimmt gar nicht, was der Niklas sagt. Oder der Ding. Niklas. Was stimmt nicht? Wo kann man craften? Wo geht das? Bei dem Waffenhändler. Ja, der hat zwei Sachen an. Du musst
ganzen Waffenteile, die du hast, ins Inventar drin. Hab ich. Und dann tot. Hast du die falschen Juhu. Teile. Ja. Peter? Ist doch scheiße, ich hab doch weiter sammeln. Ja, das will ja, man muss da ganz viel von sammeln, dann kriegt man bessere Items. Ja, aber ich will doch wenigstens sehen, was ich brauche, um die Waffe zu bekommen. Na, das siehst du da doch. Nein. Ja, wenn du die einmal hergestellt hast, dann siehst du. Das ist doch scheiße. Du willst alle Waffenteile rein, die ich hab, oder was? Diese Crawler-Teile, muss man die alle aufheben, oder? Muss nicht. Bringen die nur Geld? Die bringen ihnen einen Dollar. Die brauchst du für Waffen. Aber alle, halt Knochen, alle. Blut und so. Ja. Ach so, ganz zum Beispiel. Ja, die brauchst du nicht. Da gibt's noch welche für Munition, ACP, kannst du dir schenken, das sind die Knochen. Die brauchst du eigentlich ja, nicht wirklich. Manche sind doch doppelt verdingst, ne? Ist doch was. Okay. Sollte man jetzt zu einem Loot-Drop gehen, ja? Waffe? Ah, oh, ja, würde ich schon gehen, weil die meisten haben noch keine Waffe. So. Weg, ne? War dort vorne schon gucken, haben sie schon rumgeballert wie die okay. Kartoffeln. Für die Shotgun brauchst du zwei Teile. Zwei, das ist einmal Shotgun Frame und dieses Ding da, wie heißt das? Shotgun Frame und 12 Gauge Barrel oder Gauge Barrel. Nice. Welche Shotgun? Das ist doch die Munition, die oder nicht? KB12, die kaufe ich mir halt. Nee, ist nicht so ein Shot, das ist so ein Teil halt. Und ich hab gerade verloren. Ja, gut. Ob du auch schon wieder gestorben? Ja, ich hatte Katana, Munition, Brotflinte, Medic, Essen, Info. Brotflinte ja. Hattest du? Ja. Hm. Euer 290. liegt immer noch stabil. Hab gleich mein Doktor Backup. Ja, ich hab das jetzt irgendwo reingepackt und probier's jetzt nochmal aus. Das nervt mich. Das ist natürlich lustig. Ja, dass du kein Reconnect machen kannst. Ja, das... Ich weiß ja nicht genau, auf welchen Ding ich das anlegen muss. Mich nervt am allermeisten, dass ich nur 3 Gold zurückbekommen habe. Musst du anschreiben. Ja, wo ist jetzt für Spiele? Da habe ich keine Chance. Ja, aber ich weiß halt nicht... Oh, Carola. Wohl, wisst ihr was? Ich mach das heute nicht mehr. Kein Bock mehr. Digga, was ist los mit dir? Sag mal, nichts mit trübselig. Ich bin müde, geht's ins Bett, ich bin morgen früh. So, ja, das nehme ich jetzt nicht mit. So, ist mein Ding. Ich bin erstmal weg. Bis jo, morgen. Hau rein, ciao. Ja, ciao, ciao. Also man kann aber definitiv noch Waffen finden und alles. Ja, aber sehr schwierig, sehr schwierig. Okay. Also ich habe bis jetzt noch keine einzige Waffe gefunden. Ja, noch. Ja, wenn du es gecraftet hast, dann steht's da, das ist richtig. Ja. So. Ja, ich bin jetzt schon in der Situation, dass ich nicht mehr sterben will. Ich habe mal 3 Chips. Du willst nicht mehr sterben, das heißt nicht. Ich werde auch nicht mehr sterben. Ich habe jetzt eine Shotgun mit 31 Schuss und eine Pistole mit was werde ich jetzt stellen? Nein, nee, du brauchst nur zwei Teile. Nur zwei Dinger. Shotgun, Frame und also einfach nur noch zwei Teile, die bei Shotgun, die ja. Zwei Teile, die bei... Ja, aber das Problem ist, du siehst es vorher nicht. Also es gibt keine... Ob man das hat. Wenn man es hat, dann steht dort ein was. Das selber herausfinden. Ja. Du musst es erst haben. Du musst hau am besten alle Teile, die du hast, ins Inventar. Geh in Lakeside, geh zu dem blauen Waffenhändler und dann zeigt er dir an, was du machen kannst. Ach, Lakeside, nicht Riverside. Lakeside, ja. Ja, Riverside gibt's auch was. Da habe ich mir eine Pistole geholt. Da musst du von den Crawlern 5 solche... Nether, wie hießen die nochmal? Spine? Oder Spin? Ja, Spine. Oder Spine holen, haben und da kriegst du eine Pistol dafür. Wie, du hast ja noch kein Ding geholt. Keine Crew. Was brauche ich jetzt eine Crew? Snipen? Ach, nur auf Low-Bombies. Bringt doch nichts. Crew ist selten. Nein. So ein besonderes Teil. Das bringt doch nichts. Nö, so. Die gibt's doch bei den Viechern. Ja. Bei welchen Viechern? Boah, ich jetzt sterbe, da lass mich aus. Keine Ahnung. So ein seltenes Ding einsammeln, ja, das einmal. Und das gibt's nicht oft. Naja. Shotgun. Bogen Shotgun, so. Ich wäre fast von einem Gebäude runtergesprungen, weil ich den Winkel halten wollte. Na.
Das darf ich jetzt das ist ja doof. Vergessen. Man muss extra dahin wieder latschen mit den ganzen Sachen, um zu gucken. Das ist ja übelst. Ach so, aber auch glaube. Verdammt, die Escort bewegt sich und ich bin am Arsch der Welt. Oh nee, geh nicht zu Escort, weil der ist nämlich jetzt ein spezieller Nature, der macht so viel Schaden. Und kannst du nicht... Ja, da ist jetzt so ein Crawler beispielsweise. Der rennt hinter dir her, kann, was weiß ich, hat Jump-Hack. Der springt fünfmal so hoch wie du. Haut dich die ganze Zeit, du kannst ihn nicht richtig blocken oder angreifen. Okay. Das ist übelst. Der hat mich auf 200 Leben runtergehauen, das weiß ich nicht. Das ist scheiße. Nur weil ich in der Nähe war. Ich laufe hier mit 600 Leben durch die Gegend. Ja, ich bin auch schon 3-4 Mal gestorben jetzt. Am Anfang ist es normal. So, ich werde dann jetzt nochmal einen Run machen. Ich denke, alles Wesentliche habe ich gezeigt jetzt in den beiden Videos. Vielleicht kommt noch ein drittes, mal gucken. Aber das ist so summa summarum alles, was neu ist in dem Patch. Ja gut, die Nether-Teile habe ich jetzt bedingt gezeigt, also die werden halt gedroppt von den Nethern. Und ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt vom neuen Patch, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sagen Tschüss. Tschüss.